Hi, Lisbeth. Na, seid ihr hungrig, ah? Vielleicht gibt es so etwas zu essen, sieh. Ja. Da gibt es ganz sicher was zu essen. Ein bisschen fressen. Ja, ja. Ja, ja. Nimm mich, Pero, nimm mich. Ich bring dir schon was. Dringend was zu fressen. Sei. Vielleicht habe ich hier noch ein bisschen was. Da nimmt nur diese kleine Wurst. Hey, du Verdammter mit dem schwarzen T-Shirt. Signora? Hey. Komm runter. Sí, aber bitte halten Sie Ihre Hunde zurück. Ich mach, was ich will mit den Hunden. Komm runter. Ja, Dios. Vorsicht, ich weiß. Vorsicht. Hola. Wer bist du? Enrico. Okay. Aha. Ich will keinen Ärger, sí. Wir wollen auch keinen Ärger mit dir, okay? Deswegen reiß nur deine Klappe auf, wenn du gefragt wirst. Hast du mich verstanden? Ah, sí. So. Woher kommst du, du kleiner Pendejo? Ciudad Juarez. Juarez. Und warum bist du hier? Es gab ein bisschen Ärger mit dem Kartell und musste aus der Stadt fliehen. Por qué? Was hast du angestellt? Ich habe gar nichts angestellt, aber ein paar von meinen Leuten haben ein bisschen Scheiße gebaut und jemand ist draufgegangen und die haben mir das in die Schuhe schieben wollen, deswegen musste ich weg. Sie haben dir das in die Schuhe geschoben oder du warst eine kleine, wie sagt man? Diese Snitch, diese Verräter. Huh? El Rato, no, ich doch nicht. Du riechst aber wie eine. Ich riech nicht wie eine verflucht. Weißt du, was man mit dem Ratten macht? Halt die Fresse. Du hast gesagt, er redet nur, wenn er gefragt wird. Was? Ich hasse diese Widersprenstigen, wirklich. Was? Du mit dem Urlaubshut, komm mal nach vorne hier. Was hat denn der jetzt gemacht? Verdammte Scheiße, was hast du getan? Ich hasse es, wenn der die Anweisungen von dir nicht befolgt. Bist du ein Streifschuss? Du musst dich ein bisschen beruhigen, ne? Ja. Ist okay. Verdammte Scheiße. Hey. Versorge mal seine Wunde. Wenn er wieder wach ist. Ja, ich, ja, das war jetzt nicht so, ja. Und ihr zwei, ha? Das nächste Mal ist es kein Streifschuss, ha? Okay. Scheiße. Kommt her! Kommt hier rüber! Vorsicht! Ja, Pedro, alles gut. Scheiße. Ja,
Ja, schnüffelt an den beiden, ja, ja, schnüffelt an den beiden, ja. So. Okay. Und wer seid ihr zwei? Paul Kingston. Mit Matthew. Woher kommt ihr? Aus L.A. Ihr seid zwei Brüder, oder was? Ja. Bleibt hier. Michael. Ich glaube, ich habe einen Verrückten mitgenommen, ne? Ja, das da drüben ist Lino. Und der hat sich leider schon ein bisschen ausgetobt, ah, aber es ist Gott sei Dank nur ein Streifschuss, er muss sich erholen. Wir haben angewiesen ein bisschen mehr. Lino, du darfst nicht so übertreiben, ah. Mir wurden gemacht. Okay, okay. Was ist hier passiert? Wie gesagt, nur eine Streifschusswunde. Ich würde sich merken, nicht zu reden, wenn du ihm sagst, er soll nicht reden. Schön. Alles gut, alles gut. Ah, die beiden. Was ist das? Warum habt ihr überhaupt aufgemacht? Hab ich gesagt, jemand soll aufmachen. Hat niemand aufgemacht, das ist irgendjemand. Ja. Irgendjemand hat das Tor aufgelassen. Und dann waren die kleinen Pendejos auf diesem Container, während unsere kleinen Hunde sehr hungrig rumgelaufen sind. Welcher Idiot hat das Tor aufgelassen? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. So, von wo kommt ihr nochmal? L.A. L.A. Was macht ihr hier? Ja. Ja, was macht ihr hier aus L.A.? Unser Name. John. John wie? John Finlay. Hey. Okay. Hast du was zu trinken? Was? Was ist los? John Finlay hatte keine Zeit, sich anzusehen, als er in seinem Hotelzimmer saß, hat er gesagt. Keine Ahnung, in welchem Hotel er war, aber er stinkt. Er stinkt? Sehr richtig. Ich nehme den Mann noch frische raus aus diesem Sexo. Dann haben die Hunde Wasser. Hey. Ich habe irgendwas von einem Hotelzimmer geredet. Los. Auf, Jungs. Schnappt ihn euch. Brav. Ja. Keine Ahnung, in welchem Hotel der war, aber das war sein letzter Hotelbesuch. Perfekter Idiot. Ja, da habt ihr was zu essen, ha? Teilt ordentlich zwischen euch, okay? Gut. Ich möchte auch seine Visage nicht mehr erkennen, ja. Also, aber warum liegt er dich hier da? Ja, sagen wir, warum der dahinter liegt, weiß ich nicht genau. Das habe ich nicht mitbekommen. Und der hat irgendwas erzählt, dass er sich nicht anziehen konnte, weil er irgendein Hotelzimmer war und schnell raus musste, ha? Ja, keine Ahnung. Irgendein Idiot auf Koks oder so eine Scheiße. See. Ja, das hier drüben haben wir Lino zu verdanken. Das ist einer von meinen Leuten. Er ist ein bisschen loco. Die Frage ist, warum sind die draußen? Das weiß ich nicht. Irgendjemand hat das Gehege offen gelassen. Da sind die Pendejos. Wir können die fragen, wie sie rausgekommen sind, ja?
Was sagst du, ne? Hm? Rechts, links oder Mitte? Links hatten wir schon. Rechts. Bei unter dem. Das ist unter dem. Komm mal her. Na. Gut. Du hast noch Hunger, Opa, ha? Nimm deine Hunde. Und sie sollen die Insel absuchen. Ob jemand ist geflohen. Anscheinend jemand hat das scheiß Tor auf den gelassen. Ich finde wir. Bon. Beros, komm mit, alle drei. Los geht, Pedro, Diego. Dann hol die Idioten mal raus. Alle? Bon, wir holen alle. Die stinken wie Scheiße. So, alle rauskommen. Los. Langsam. Los. Nacheinander. Los. Idioten. An die Wand. Da drüben. Wen haben wir denn hier? Wie sind eure Namen? Pablo, Sir. Der Rest hat keine Namen, oder? Mein Name ist Omar. Vielleicht verstehe ich meine Sprache. Übersetzt mal für diese Mexikaner. Gott. Was sind eure Namen? Pablo! Omar Kingston. Guck mal, geht doch, hä? Bon. Hat gut funktioniert. Willkommen bei uns. Ich nehme an. Warte. Da fährt jemand, oder? Wie viel wart ihr im Container? Es müssten 7 gewesen sein. Wo ist der andere? Ich habe dich gefragt, wie viel ihr im Container wart? Wir waren zu Weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht. Gut. Ihr stinkt wie Scheiße. Als erstes, ihr geht euch waschen. Gut, das können wir gleich nutzen. Okay, gut. Los. Bewegt euch. Aber dann brauchst du eine extra Einleitung. Los, hab ich gesagt. Ja. Dios mio. Dennis, ich schwöre, ich knall dich gleich ab, ey. Dios mio. Also für alle, die es nicht wissen, Dennis, wollte das heute mal auch heute mal machen. Wenn alle weg sind, dann knallt alle ab, ne? Nee. Heute muss der Pablo euch zeigen, wie man sich richtig wäscht, oder was? Los mit euch! Ihr stinkt. Sieht euch aus und geht rein da. Wie lange habt ihr die in diese scheiß Box gelassen? Hättet ihr ihm wenigstens einen Eimer reinstellen können. Gut, ihr braucht euch gar nicht anziehen. Eure Klamotten sind noch auf dem Kutter. Am besten ihr macht kleine Kette. Einer klettert hoch, schmeißt runter und die anderen... Naja, ihr kriegt es schon hin. Bye-bye.
Los, schneller! Los! Dennis, du kleiner Schmuck! Was an Kirti ist das Hirn, den du nicht ganz verstanden hast? Verdammten Idioten. Das ist eine Kette. Das ist eine Katastrophe. Hey, die sind alle eine Katastrophe. Boom. Wenn du das alles einzeln rüberholen, die sind übermorgen noch nicht fertig. Hey. Was ist mit deinen los? Ich ruf mal kurz Lino an, weil es bei ihm in der Ordnung ist. Stolpern die nichts, wenn die laufen müssen. Zuckerblier. Jay. Hey, Lino, ist alles okay? Soweit okay. Die Kleinen haben was gefunden, glaube ich. Wir gucken uns das jetzt an. Ja, guckt mal. Hey, ich melde mich dann. Alles klar. Bis dann. Sie. Die Hunde haben scheinbar irgendwas gefunden, ne? Wirklich? Er wird sich nochmal melden. Okay. Dios mio, verdammte Scheiße nochmal. Wie lange brauchen Sie für diesen Mist, ha? Wenn der schon freiwillig mit ins Wasser geht, hä? Sieh. Dann weißt du, was los ist. Schon gesagt, hoffentlich stolpern die nichts an, wenn die laufen tun. Ja, schneller, bevor die Haie kommen, hä? Hey, du kleiner Schlappschwanz. Hör mir zu, wenn du mir irgendwelche Probleme hier machst, okay? Nein, 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 nein. Ja? Dann schlitz ich dich auf! Oh, okay, 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 okay. Hab mit dir rüber! Was ist los mit euch? Bist nicht so der sportliche Typ, hä? So, wollen wir auf den Kutter? Du bist doch gerade hier, oder? Ja. Sonst hat sich keiner beschwert, dann bleib hier stehen. Okay, okay, okay. Ich würde, wenn wir wegen diesem Schlappschwanz keinen Ärger kriegen, dann weiß ich auch nicht. Kann ich ihn nicht jetzt schon ein bisschen aufschlitzen? Wenn Pedro? Du warst Pablo. Nein. Pablo. Pendejo passt besser, hä? Eh? Pendejo, hä? Eh? Idiot. Ich glaube, wir werden Spaß mit ihm haben. Ich werde später Diego und die anderen Hunde auf ihn losjagen und rennte ein bisschen. Wenn ich trainiere, ne? Ja. Ich bin schon ein Home-Trainer. Hey, natürlicher Home-Trainer. Das sieht so aus. Kennst du den Frauen, die den Sport machen in die Wasser? Ah, Ende der Kette, ha? Mach deinen Job. Sie tanzen so an die Wasser, oder? So sieht das ungefähr aus. Cool, davon habe ich nicht so gedacht, mit dem Abwaschen und so. Einfach mehr RP bieten, einfach mehr RP drumherum machen. Hat sich mein Schatz gut überlegt. Hey, ich bin happy. Hast du dich jetzt beruhigt oder was, hä?
Was haben die jetzt entdeckt? Lino sagt, die Hunde haben irgendwas entdeckt, hä? Yes. Stell das hin, ja. Jay? Und, habt ihr was gefunden? No, die Hunde spielen ein bisschen verrückt. Die haben was gewittert, aber... Alles okay? Entweder dieser Pendejo ist in die Wasser gesprungen oder... Naja. Wir finden ihn in der Nacht. Ich lasse die Hunde draußen. Ja. Alles klar, alles klar. Jay, wir kommen jetzt. Niemand nimmt eine Kiste. Okay. Aber erst mal zieht eure Klamotten. Das bisschen Wasser wird trocknen. Gib deine Waffe. Boah. Gut. Wenn ihr so weit seid, dann kommt. Was haben die uns? Jedes Mal schicken die uns mehr Idioten. Achso, Kleinigkeit. Ihr habt diese kleinen süßen Hunde gesehen, ja? Gut, wenn ihr zu weit weg seid von uns, dann werden sie euch zerfleischen, weil sie euren Geruch nicht kennen. Also besser bleibt bei uns. Verstanden? Ja, verstanden. Jo. Ah, da sind sie. Hey, Pablo. Komm her. Komm her. Komm her. Ich glaube, die mag dich, ja? Oh, nein. Das ist kein gutes Zeichen. Hola, ja, du bist nicht so. No, überhaupt nicht. Bring den mit. Komm her. Ja, ja, ich geh schon. Hey. Hey, Diego, kommt her, kommt her, kommt her. Soll ich angeschissen, oder was ist mit dir? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Ja. Ja, schnüffelt ganz genau. Ja, yeah, genau. Ihr dürft gleich mit ihm ein bisschen Sport machen. Oh nein. Pablo. Ja, das sind sehr hungrige Hunde. Ich brauche nur einmal mit den Fingern. Los, rennst du den anderen! Renn, Pablo, los! Jungs, hinterher, hinterher, hinterher! Nicht beißen, nicht beißen! Nur ein bisschen. Oh, die sind so hungrig, die Kleinen. Ja, yeah, es ist gut, dass er ängstlich spielt, das ist gut. Vor allem zeigt er bei den anderen, dass es man Emotionen zeigen kann, das ist super. Was ist mit dir? Halleluja. Ganz ruhig, Peros, ganz ruhig. Und ihr habt alle aufgeladen, ja? Ja, ja. Gut, bevor wir weitergehen, alle da drüben aufstellen. Und ein paar Mal. Dabei, komm, komm. Pass auf, dass keiner wegläuft, Peros, ja? Los, kleine Jungs, los. Gut. Dann mach den Job. Sammel Geld. Da ist keiner mehr. Langsam, langsam. Nur ein bisschen schniffen. So, wo ist das Geld? Der ist ein bisschen frech gewesen vorhin schon. Welches Geld? Du glaubst, diese ganze Sache hier ist umsonst oder was? Hein? Sehe ich aus, als ob ich irgendwie... Irgendwie deine Sugar Mama bin oder was? Gib mir die $5,000. Schau du. Und meine drei Freunde. Wir fünf werden jetzt gleich ein kleines Gespräch führen. Komm mal mit hier. Ich hab sie nicht dabei. Hä? Peros zu mir. Ich hab sie nicht dabei. Du hast die $5,000 nicht dabei? Nein, hab ich nicht. Ich sag dir auch warum. Ich hab... Keine Ahnung, warum ich hier bin. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Du weißt nicht, was passiert ist? Und ich habe eigentlich meine Taschen voll gehabt. Es war alles in Ordnung. Bis ich dann einfach da in dem Schuppen wach geworden bin und ich habe keine Ahnung, was hier los ist.
Der kleine verdammte Pendejo weiß nicht, warum er überhaupt hier ist und er hat kein Geld dabei. Setz dich dahin! Zu dir komme ich gleich. So, du. $5,000. Drück auf die Seite kurz. Ja, komm her. Setz dich. Stell dich da wieder zurück. Oh fuck. Komm her. Ey, ist es schlimm, wenn ich einen Dollar zu wenig hab? Ist es so schlimm, wenn du einen Finger zu wenig hast, hä? Ich hab doch das ganze Geld. $5,000. Weißt du was? Der Preis ist gerade gestiegen. $6,000. 6.000 jetzt. 1, 2, 4, 5, 6. So. Ja, geht doch. Stell dich wieder hin. So. Komm her, du Schlappschwanz. Okay. Bist du Dwayne? Ich schwöre dir, wenn du mir jetzt hier hinfällst und ich irgendwelche medizinische Hilfe rufen muss, das kannst du vergessen. Das ist kein Problem. Wie viel kriegen Sie? 5.000. Okay. Oh, scheiße. Die ganzen Dollar. Das sind alle nass. Das ist mir egal. Geld schmeckt auch schmutzig, okay? Okay. Ja, oh, scheiße, das ganze Geld fällt raus. Moment. Oh, verdammter Pendel. Heb es auf. Ja, okay. Da! Ja. Oh nein, das. Okay, stell dich wieder hin. Okay. Du, komm her. Jo. Hier. Jo. 5.000 Dollar. Warum sagt ihr so wenig? Der hat gesagt, 30 Leute werden geschickt. Was ist mit drin? Ja, bitteschön. Dein Geld. Was du hier in Kontakt? Stell dich wieder hin. Stell dich wieder dahin. Haben die was gesagt? Haben Container verloren, oder? So, du kleiner Pendejo hast kein Geld, hä? Warum bringen die uns nur so wenig Scheiße? Du hast überhaupt kein Geld, hä? Okay, pass auf. Was ist das? Kolle. Hey. Ich sollte herrennen. Kolle. Darf ich mich wieder hinstellen oder soll ich sitzen bleiben? Warum redest du immer so viel? Warum machst du dein scheiß Maul auf? Bleib da liegen. Ja, genau. Pass auf ihn auf. So. Warum hast du kein Geld? Und wo warst du das letzte Mal? Ich hab's im Schuppen versteckt. Hä? Ich hab es im Schuppen versteckt. Du hast es im Schuppen versteckt? Warum? Ja. Weil ich es euch nicht geben wollte. Er wollte es uns nicht geben. Komm her. Wen hast du genommen Geld? Alan, bis auf diesen, er hat das Geld im Schuppen versteckt, was damit es uns nicht geben muss. Genau. Nicht mit schwarzem T-Shirt. Ey. Mein kleiner Loco-Freund, nimm mal das Geld von dem letzten mit dem schwarzen T-Shirt. Schwarzen T-Shirt, bleib du kommst da. Her. Komm her! Ja, okay. Diego, komm her! Diego, komm her, mein Guter. Komm her. Du wolltest mich verarschen, ne? Hä? Nein. Warum hast du das Geld versteckt? Du hast doch eben selbst gesagt, dass du es. Ja. Verarschen wollte er uns, hä? Das ganze Geld wolltest du für dich behalten, ne? Ja. Jo. Verdammte. Du hast so richtig große Cojones, hä? Verdammt große Eier. Rein mit dir. Ja. Wo hast du es versteckt? Im Farbeimer.
Hol es raus. Ja. Ja, es ist ein bisschen mehr als 5000. Ja. Kommt nicht wieder vor. Die ganzen 9000 Dollar, ha? Huh? Ja. Du machst das jetzt aus dem Plastik auf und gibst es mir. Schein für Schein. Okay. Darf ich dafür den Tisch nutzen? Mir scheißegal, was du machst. Ich möchte das Geld jetzt in meinen Händen sehen. 9000 Dollar. Also wenn der mir das jetzt, wenn der mir so ein Fingerdings gibt, dann haben wir hier ein kleines Problem. Tausend. Hä? Zwei. Drei. Na. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich zähle mit. Acht. Neun. Zähl nochmal. Moment. Warte hier. Ja. Ich muss jetzt hier was testen. Wie ist dein Scheißname, hä? Omar. Omar. Wie noch? Mamani. Du willst mich wirklich verarschen, ne? Ich will dich nicht verarschen. Nein. Das war das letzte Mal. Das war das letzte Mal? Das ist kein echtes Geld! Verdammte Scheiße. Da hat sich jemand die Tastaturbelegung nicht angeguckt. Wo hast du hier das richtige Geld versteckt? Du bist ein richtig schlauer Mann, ja? Hol es. Ja. Geh zu der verdammten Holzkiste und hol mir das richtige Geld. Pass auf, wenn es schon wieder so eine scheiß Aktion ist, schlitzt du ihn auf, okay? Mhm. Ich brauche niemanden, der die ganze Zeit irgendwie... Wo soll ich das Geld hinlegen? Du gibst es mir. Okay. Ja. Komm nicht wieder vor. Na. Nimm mich für Apple?
ist alles wieder da. Langsam, langsam. Langsam. Hast du das scheiß Geld jetzt? Ja, ich hab's. Komm raus. Ich zähl nochmal kurz durch. Vorsichtig, komm hier rüber, Diego. Komm. Komm her. Ja, genau. Vorsicht. Ja, geh mal rüber zu den anderen. Ja. Okay, das sollte alles sein. Ah. Der Pendejo hat's verstanden, ne? Wenn du noch einmal sowas machst, ne? In irgendeiner Art und Weise uns auf den Arm nimmst, wird der hier unten dich sofort zerfleischen. Kommt nicht mehr vor. So. Wir werden hier gleich abgeholt. Kommt, lass uns ein bisschen nach vorne gehen. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass er es geschafft hat. Ich freue mich auch für ihn. Und ich denke auch, dass er Potenzial hat. Wäre schade sonst, ne? Ich find's schade, wenn so gute Dings wegen der Mechanik jetzt. Wenn er an sich richtig bescheuert gewesen wäre, bescheuert RP gemacht hätte und das nicht geschafft hätte, ich hätte ihn gekillt. Aber er wirkte wie jemand, der... Er wirkte wie jemand, der... Ja. Solange der Server da war, hat er bestimmt... Ja, ist doch okay. Das ist doch okay. Hm. Ja, Mikrofon, das ist schon mal... Also ich sag's euch, Chat, ne? Egal was, bei RP immer Mikrofonqualität. Das ist nämlich euer einziges Werkzeug. Ansonsten seid ihr sowas und fertig. Nur durch eure Stimme, durch die Stimmqualität, durch die Sprechart und Weise und ein klares Mikrofon. So. Verdammte Scheiße. Okay. Diego müsste uns hinterhergehen. Kommt der Hund klar? Ja. Yeah. Ja. Okay. Genau. Ich würde ein bisschen vorsichtiger fahren, ja. Kommt er uns hinterher? Er kommt schon hinterher. Er kann unsere Spur riechen. Okay, perfekt. Nur gucken, wo die Scherzplantage ist. Also die Insel schreit. Die schreit einfach illegal. Ja. Nee. Wir sind hier vorbeigefahren. Wir sind hier auf die Felder. Wir sind scheinbar vorbeigefahren. Wir? Ja. Zurückfahren, ne? Seht uns. Wir sind hier auf dem Feld, bei der Pumpe. Bei der Pumpe? Hm. Bei der Pumpe, okay. Genau. Warte mal. Fahren wir zurück, genau wie wir hergekommen sind, ja. Siehst du uns? Na. Fahrt mal ganz zurück, ja, wo ihr hier hochgefahren seid, hab ich euch gesehen.
Welchen Weg sind wir gegangen? Bist du hier geradeaus gefahren? Nee. Wir sind von links gekommen hier. Ja, dann geh links. Sie haben uns nämlich vorbeifahren sehen. Verdammte Scheiße, ey. Kommt davon, wenn ich bei Nacht hier bin. Seht ihr uns? Ah, hier ist die Plantage, guck mal, ja, da drüben, ja. Heilige Scheiße. Kann, kann man die übersehen, ne? Wo ist die Scheißplantage? Okay. Oh, hier sind alle hinten durch, sind die, glaube ich. Wo seid ihr genau? Wir sind hier auf der Plantage. Ah, da sehe ich euch, ja, ja. Okay, gut. Okay. Gestern Abend wurde ich auf ein Boot gebracht. Es hat geregnet. Und jetzt bin ich hier. Ich wollte die Scheiße nur hinter mir lassen. Shit. Ich habe 30 scheiß Plantagenarbeiter bestellt. Shit. Die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten. Visum zu bekommen. Du bist ein Guter. Ich habe euch auf den Scheiße bekommen. Du bist ein Guter, ja. Ich bring dir später was. Was soll ich mit euch anfangen? Na, mein Kleine. Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun, Sir? Was sollen wir tun? Pass auf, ihr Stück Scheiße. Während ihr die Pumpe repariert, ihr geht diese dritte Schuhe, diese gelbe Drainageschlauch. Die ist verstopft. Ihr geht rum und säubert diese Scheiße. Sprecht euch ab, wie ihr macht. Okay. Komm. Kommt die. Die Hunde passen auf, Rest kommt mal zu mir. So, verteilt euch auf den Schlauch auf dem Weg und lasst uns nach und nach verduchen. Los, ihr Kleinen. Okay, irgendeine Scheiße ist gelaufen. Ich habe diese Scheiße bekommen. So. Was machen wir mit denen? Sollen wir die abknallen? Und der eine oder andere wird schon seine Daseinsberechtigung haben, ne? Ey, wenn du einmal so schreist, schlitz ich dich auf, ja? Und beide schon irgendwas. Entweder wir überlassen die Opa oder. Was sollen wir mit dem machen? Die haben keine Ahnung. Der eine macht mir eine Liste, was er braucht für die Pumpe, um die zu reparieren. Ne? Aber der kann das prophylaktisch für ein paar Tage machen, hat er dir gesagt. Ne? Aber was ist mit der Rest? Die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, wie sie düngen müssen, wie sie wässern müssen. Weißt du, wir können diese Scheiße hier nicht gebrauchen. Als Arbeiter kannst du nicht gebrauchen, ne? No. Gut, also was machen wir? Gute. Wir können den arbeiten lassen drüben, in San Andreas. Nee. Gibt keinen ans Telefon, ne? Aber auf die Insel der Nichtskonner, hä? Soll ich die hier dann anrufen, oder was? Okay, aber wir können nicht einfach so rüberschicken. Wir müssen gucken, wen können wir gebrauchen da drüben. So, also durchleuchtet diese Idioten. Ich will wissen, wer das hier ist. Und ob die was taugen und wo wir einsetzen können. Die müssen ihre Schnauze halten können. Sie. Den Rest nehme ich. Was machen wir mit diesem atemlosen Jabalappe, ne? Abchecken, ne? Das ist eine gute Frage. Gut. Und findet raus, ob irgendjemand so viel Schnauze aufmachen würde bei der Polizei, ja? Nee. Ich denke, das ist ein spezielles Gebiet für Opa. Schön. Gut. Dann dabei, ich geh pissen. Ja. Ich glaube, Oh, Server leckt wieder. Scheiße. Wollt ihr hier schon weglaufen? Okay. Ja, bereit. Auf drei. Senor? Ah, verflucht. Ziehen. Vorsicht mit dem Messer. Langstellen wie du, ne? Und die macht man klein, ne? Und die haue ich in der Tonne rein, ne? Und darum macht die Kleine neben einer scheiß Motor, ne? Und pumpt die durch so eine scheiß Pumpe. Und jetzt rate mal, was in dieser scheiß Pumpe drin ist. Kannst du dir vorstellen, ne?
aber das war eben das. Ey. Wer ist du? Hä? Wie ist dein Scheißname? Geht das noch jemand IC? Hallo? Hallo? Hola, Signora. Hey. Wie ist dein Scheißname? Enrico, Signora. Was mit deiner Streifwunde, hä? Ja, die tut ganz schön höllisch weh. Ja, zieh dein T-Shirt aus und bind das da drumherum. Ich hab keinen Bock, dass du eine Scheißinfektion bekommst, ja? Und ich dich irgendwie zum Krankenhaus oder so schleppen müssen. Einer ihrer Manos hatte das mir abgebunden, was aber ich bin da noch was drüber. Irgendwas, ja. Nimm dein Scheiß-T-Shirt und bind dir das sie, drüber. Sie mach ich. Was sagst du? Ei, ei, Gut. Scheiße. Die ganze Scheiße geht rein. Aber egal, ich hab schon angeleiert. Für Sachen. Gut. Ich hab die sauber gekriegt, oder? Sie. Scheint so, dass sie das sauber gemacht haben jetzt. Sollte alles wieder durchfließen. Wo läuft das? Zurück zum LKW oder. Hä? Yeah. Ob ich zurück soll zum LKW oder ob ich irgendwas schleppen soll oder irgendeinen ja, Scheiß. Da drüben kannst du noch ein bisschen ausstopfen und dann rüberbringen. Schi. Ausstopfen? Entleeren. Na. Scheiße. Ja, das wird schwierig. Ich würde auch heute irgendwie. Nee, keine echten. Nur gespielt von Teamler. Gerade zu den Kollegen, sag ich vor, dass der ist im Arsch. Können wir vergessen. Ich hole jetzt die anderen zwei so weit um, dass die das alleine übernehmen können. Dass ihr genug Vorderleistung habt. Ja, das sollte kein Stress sein, werden wir gleich mal testen. Und wie ist dein Name? Circa, keine Ahnung, 5 Minuten. Mein Name ist Dwayne. Kriegst du das hin, ja? Ja, das sollte kein Stress sein, eine meiner leichtesten Übungen hier. Ah, leichteste Übung, ja? Immerhin. Wenigstens sind nicht alle Idioten. Ja. Das Feuerzeug untergefallen. Kriegst du das hin oder wird das heute noch was? Machst das scheiß Feuerzeug rein und wirfst das einfach da rein, ne? Okay. So. Bueno. Schon brennt die ganze Scheiße. Riecht gut, ne? Sollen die Hunde dir wieder Beine machen, ne? Nein! Soll ich den Müllsack hinbringen? Ich hab den gemacht sauber, gell? Da hinten in die Tonne, die brennt. Sie. Da in die Tonne. Verstanden. Verbrennt euch nicht.
Jetzt muss ich. Ich muss dem einen wieder. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Rumlaufen kannst. Oh, ich gebe dir 3 Sekunden Vorsprung und dann lass dich rumlaufen. Okay. Wohin? Ende der Plantage? Wo Licht? Wo das Licht ist? Einfach geradezu. Zu dieser kleinen Hütte. Okay? Nein. Okay. So. Okay. Am besten du läufst los. Ich gebe dir 3 Sekunden. Okay. 3. Recht, komm, fass! Los, meine Kleinen. Ihr könnt mit. Geht denn nach. Komm her. Los. Wohin? Den hinterher. Okay. Oh, kann jemand sich um die beiden kümmern? Geht mir nicht auf den Sack. Ciao. Danke. Gracias. Honor ist dem. Was ist da los? Zieh dein Dings aus. Den Unterhemd und verbinde ihn damit. Mach ich. Fuck. Was ist passiert? Du den gebissen. Fuck. So. Das schwebt mir schon romantisch. Ich muss jetzt ein bisschen feste ziehen, ja. Okay. Bist du bereit? Das war das Pedro. Okay. Hey, gut. Danke, alles gut. Die beiden da drinnen, die sind mir schon gefährlich, das ehrlich. Gefährlich? Du meinst, ja, nee, das sind gefährlich für uns. Ja. Entweder die plappern oder die können nichts. Gar nichts. Hör auf zu jammern, geh da rein. Ihr Beute, geht auch da rein. Perfekt. Hey, du mit dem weißen Hut. Bist du meine Liste? Ja. Hast du die Liste? Ich Liste? Ja, für die Sachen zum Reparieren. Ich hab dir die Leute vorgenommen. Die 2 da drinnen kannst du für nichts gebrauchen. Gar nichts. Also wirklich nichts. Außer den Futter. Den kann ich für nichts gebrauchen. Außer Futter. Der mit dem weißen Hut kannst du gebrauchen zum Sachen reparieren auf jeden Fall. Der mit dem weißen Hut ist gut, ja. Die 2, die haben bisher nichts anderes gemacht, als irgendwie auf der Straße getickt, ja. In so einem Ghetto aufgewachsen. Und der andere weiß nicht, wie er es hierher geschafft hat. Ich habe mir sein ganzes Geld genommen. Der mit der weißen Hose ist nicht belastbar. Das heißt, wir können die nicht gebrauchen, alle. No. Außer der mit dem weißen Hut, Alter. Ja, der hier ist ein bisschen nützlich. Die 2 hier, keine Ahnung. Ihr seid aus wie scheiß Idioten oder Cops. Du hier. Ich glaube nicht, dass du das Leben von der Insel schaffst, ne? Komm doch mich her. Du kannst deinen Arsch auch keine 2 Sekunden stillhalten. Gut. Dann. Keine Ahnung. Kurze Einschätzung, ja. Die 2 Bulldog.
Wir können dich hier nicht gebrauchen. Wir können dich hier nicht gebrauchen. Seht so, alles, was aus diesem Käfig kommt, das können wir drüben gebrauchen. Alles, was ihr drin lasst, können wir nicht gebrauchen. Aber also macht eure Arbeit. Ich bin am Telefon. Ich zieh den raus. Du, mit der weißen Hut, raus. Du. Du hast schon gezeigt, dass du rennen kannst, ne? Sie. Ich werde am liebsten einfach nur abschießen. Einfach abschießen! Verdammte Scheiße nochmal! Du siehst aus wie ein verdammt kleiner Schlapperpendejo! Warum? Bitte nicht, bitte nicht. Scheiße. Ein guter Sklave ist das, ne? So richtig kleiner. Ja, aber melde auch nicht. Ha? Sag diesen Idioten, sie sollen nicht so schreien. Wenn weißt vor dem mein Kopf steht, dann schreit er genauso, ja? Und bla 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 bla. Ach nein, so, nein, ach so. Nein, Polizier, nein, ich rede niemals mit denen. Wer sind wir? Woher kommst du? Spanien. Okay. Und wer sind wir hier? Ich habe gesagt, der Typ soll nicht so... Niemand! Okay, dann, wenn der weiter schreit, dann ein bisschen schneidet seine scheiß Zunge raus. Du meinst die Heulsuse hier? Hast du ihn verstanden? Okay, sie. Oh nein, fuck. Gut. Verdammte Scheiße, auf zu heulen! Steck mal deine Zunge raus, ich will schon sehen, wo ich kann gut ansetzen. Du sollst die Zunge losdrücken jetzt. Warte, ich halte sie dir fest. Ich halte seine Zunge dir fest. Muss einfach abschneiden. Schau, dann halt die Fresse jetzt. Okay. So. Du kleiner Pendejo. Wie bist du hierher gekommen? Das hast du mir vorhin nicht gesagt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Dass ich mit dem Boot rausgefahren bin aus Havanna. Und was hast du dort gemacht, in Havanna? Dort gelebt. Wirklich? Ich dachte, du bist von den Toten erstanden. Was hast du dort gemacht? Waffengeschäfte. Kommen wir zu der Sache mehr. Und wie kommst du von dem Boot hierher zu uns? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Als ich auf dem Boot war, wurde ich anscheinend irgendwie von hinten entrümpelt oder so. Ich war keine Ahnung, was los war. Also hattest du Feinde, hm? Anscheinend schon. Ich muss wohl die falschen Leute bezahlt haben. Oder du selbst bist ein kleiner Verräter, hm? Ich würde nicht mal dran denken. Ganz ruhig, Jungs. Gleich kriegt ihr Frischen. Omar war dein Name, hm? Ja. Omar. Also kennt sie sich mit Waffen aus, ja? Mhm. Wie sieht's aus mit Drogen? Ich nehme sie nicht selber, aber ich arbeite gerne damit. Okay. Arbeiten kannst du, ha? Wenn ich sage spring, dann springst du, ha? Du hast gemerkt, da wo du jetzt gerade aufstehst, ist überhaupt kein Inselurlaub für dich, verstehst du? Ich verstehe. Es scheint, als ob du ein paar Leute sehr, sehr wütend gemacht hast und deswegen hier bei uns gelandet bist. Mhm. Ja. Das Leben ist vorbei. Havanna ist Geschichte. Du bist hier bei uns. Und du hast zu tun, was wir dir sagen. Hast du mich verstanden? Ich hab dich verstanden. Laut und deutlich. Gut. Dann raus mit dir. Geh zu den anderen. Und du? Ha? Sie. Steh auf! Verdammte Scheiße. Deine Wunde ist nicht so stark. Komm, streck die Arme! Sie! Das ist eine scheiß kleine Wunde! Ja. So. Warum soll ich dir keine Kugel in den Kopf jagen, hä? Und warum sollst du nicht hier die nächste Abendmahlrunde für meine Hunde sein, hä? Vielleicht, weil ich für euch was machen könnte. Woher kommst du? Juarez. Und was hast du dort gemacht? Ich habe beim Kartell gearbeitet. Leibwache. Kartell? Ich habe bei einem Kartell gearbeitet. Bist du dumm oder was? Was eine Ratte ist. Ich habe nichts mehr am Hut.
Der redet schon von Ratten, dass ich glaube, der ist eine Ratte. Ich glaube auch. Ich glaube, ich töte dich. Oh, scheiße, verflucht. Ich glaube, ich werde einfach... Oh, Madre de Dios. Oh, ich könnte direkt auf seine Cojones schießen. Oh, no. Scheiße, verflucht. Was genau ist passiert? Ich hatte den Auftrag, einen zu beschützen, und der wurde abgeknallt. Also bist du ein verdammter Versager, hm? Verfluchte Scheiße, jeder macht meine Fehler nicht mehr. Ach ja, Fehler? Warte, warte, warte. Oh, Scheiße. Warte. So. Oh, fuck, man. Das war gezielt. Das war gezielt. Okay? Und das da? Oh, no, 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 no. Das war auch direkt an dir vorbei. Ja, genau, das war kein Fehler. Weißt du, was blöd wäre, wenn ich einen Fehler mache und das Ding in deinen Stirn landet, hm? Ja, wirklich schade, Signora. Ja. Also macht nicht jeder Fehler, ha? Was ist, wenn ich mach Ups? Würde dir mein Ups gefallen? No. 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 Und was ist, wenn du auf die... Was ist, wenn wir dich rüberbringen und du machst eine zweite Ups? Vor die Polizei? Ha? Ich mach so einen Scheiß nicht wieder. Nicht wieder? Mann. Nicht wieder! Oh, ich meine, ich mach keinen Fehler mehr, verflucht. Ich bin nicht überzeugt. Nicht wieder, sagt er. Amigo! Steh auf! Wer ich? Ja. Ja, du! Ja, sie. Du sollst aufstehen jetzt. Das ist, steht doch. So. Warte hier. Hey. Und ich? Ich brauch dich kurz. Dieser verdammte Pendejo, keine Ahnung, könnte nützlich sein, könnte nicht. Er redet davon, wie er versagt hat, jemanden zu beschützen in seinem Kartell. Der Mexi da. Der da neben der Hose schießt auf der linken, rechten Seite, sieh. Gib du noch mal. Ich weiß nicht. Bring mir raus diesen Hosenscheiß. Ey, Hosenscheiße, du sollst raus. Okay. Ey, ihr zwei, kommt. Ich weiß, ihr wollt essen. Ja, wartet, lasst ihn raus. Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Wir haben hier noch Spielzeug für euch. Herr Puto, weißt du, was bei mir passiert ist, wenn Leute zu viel geredet haben? So. Und du? Ja, weißt du das oder weißt du das nicht? Wer bist du? Viel schlimmer. Ich bin Kaue. Kennst du das Gefühl, wenn 20 Leute auf dich darauf reinhauen, ne? Kennst du das? Das ist ein richtig geiles Gefühl, ne? Oder weißt du, was noch besser ist? Wenn man den Nagel unter deinen Fingern überhängt, ja? Habt ihr vor mit dem kleinen Scheiße? Ne? Den hier. Wer sagt mir, dass du kein Kopf bist? Bruder kann das bestätigen. Er kann bestätigen, dein Bruder. Ich scheiß auf deinen Hermano, wirklich. Ich kenne den nicht. Sein Bruder kann mir bestätigen, dass er nicht von den Kopf ist? Das ist die beste Quelle, natürlich. Ja, glaube ich sofort, natürlich. Ja. Ja, wie kann ich euch das beweisen, dass ich kein Kopf bin? Du hattest die Chance, oder nicht? Amigo, bist du wieder verstummt? Wo kommst du? Aus LA Woods. Mit was kannst du uns nützlich sein? Und wie kommst du aus LA hierher? Ich hatte einen Kollegen, ich habe ein bisschen damals Drogen geschmuggelt. Was für Drogen? Kokain. Glaubt ihr, könnt ihr gleich frische Jungs. Und bei der Übergabe ist was schief gegangen und was ist denn schief gegangen? Die Cops sind aufgetaucht. Warum sind die Cops aufgetaucht? Oh Mann. Bei dem, den wir das verkaufen sollten. Wie kann mir das nicht mehr anhören? Weil du die ganze Zeit nur am Labern bist. Du kannst schon mal Probe schnuppern hier, ja? Die ganze Zeit irgendwelche Geschichten. Den gibt's gleich. Ich schnuppere den. Lo siento. Sorry.
Wenn du in der Zelle sitzt, machst du dann genauso dein Maul auf. Natürlich nur um nicht. Deinen verfickten Arsch zu retten, Mann. Scheiße, ich rede nicht mit der Polizei. Wer redet denn schon mit der Polizei? Kleiner Pendejo wie du, damit er sich den Arsch retten kann, ne? Scheiße, ja. Was mit dem? Ah, der muss kurz mal ein bisschen pissen, ne? Das lass ich beeilen, sonst schneide ich seine Cojones ab. Sie. Werdet ihr irgendwo in irgendeinem Gebüsch landen, ne? Also der Pandacho mit den roten Hosen aus L.A. Kannst du vergessen. Der redet sich um Kopf und Kragen, ne? Sie. Hab ich seinem Bruder gerade schon gesagt. Sein scheiß Bruder. Wo ist der? Der ist, braucht noch einen. Der ist Pinker. Also der hier links ist schon nicht so gebrauchen. Ja, das hab ich schon gemerkt. Die Hunde werden unruhig. Ja. Yeah. Kennst du dich mit Drogen aus, oder was? Ich hab's zumindest über die Schmuggelrouten in die Staaten gebracht. Früher. Aber so ein Pendejo wie du, der muss so ganz klein anfangen in der Küche. Mhm. Erzähl mir doch mal, wie hast du Sachen geschmuggelt? Wir haben uns immer mit ungefähr 10 Leuten getroffen, ein paar Kilometer vor der Grenze. Okay. Dann sind wir durch einen Tunnel und dann ein paar Tage lang durch die Wüste gelaufen. Dann hatten wir einen Kontaktmann in einer Kleinstadt. Und da haben wir die Sachen eingeliefert und dann wieder zurück. Okay. Ihr seid zu Fuß? Ja, sie. Und die paar Kilometer davor mit dem Transporter oder was? Ja, bis zu ein paar Kilometer vor die Grenze mit dem Transporter, sie. Okay. Und als die Polizei euch gestoppt hat, ob du eine Zigarre, was habt ihr denn erzählt? Scheiß, gar nichts. Die haben mich da einfach fahren lassen, oder was? No, die haben mich geschnappt, die haben mich nach Mexiko zurückgeschickt und mich da eingeknastet für ein paar Jahre. Du lässt mein Geschenk für dich ab. Bist du dir sicher? Wer kam auf die Idee, zu Fuß diesen Weg zu gehen? Nee, komm mal mit. Rede so wenig. Ich denke, vielleicht kann man ihn doch gebrauchen, ne? Was meinst du? Das ist eine gute Frage. Psi. Ja? Ich nehm den mal mit. Oh. Ah, seht gespannt zu. Senior. Gleich, Jungs, gleich. Cool. Ja, pass auf. Ganz ruhig. Guck mal, nimm mal das hier, ha? Nimm das mal. Gieß mal in die Hand. Oh, fuck, nein. Du brauchst nur den Knopf drücken, kommst raus, ha? Oh, no, nein. Guck mal, ha? Siehst du den Typen da vorne in der roten Hose? Ja. Wie wär's, wenn du dem das in den Bauch rammst, ha? Warum? Weißt du, was richtig geil ist, amigo? Siehst du da hinten den Typen mit der grünen Mutze? Das ist dein Bruder. Fuck, nein. Komm, ramm sie mir ein, amigo. Ich soll den töten. Ist das dein Bruder? Ja. Ist das dein Bruder? Komm her. Das ist dein Bruder? Komm her. Komm her. Wie heißt du? So genau wie heißt hin. Du, Mann? Cool. Sein Bruder. Knie dich hin! No, so ist viel geiler. Knie dich hin. Genau hin. Was mit deinem Bruder gleich passiert? Willst du deinem Bruder doch was sagen? Sag's ihm. Ist dein Ernst? Ich liebe dich, Bruder. Tut mir leid. Ich dich auch. Es tut mir leid, amigo! Es tut mir leid! So! Es tut mir leid! Lasst euch schmecken, Jungs! Guten Appetit! Oh, fuck! Nicht so gierig, nur den am Boden! Der Typ
Bist du am Boden zerstört? In Fischmal. Was alles? Nicht seinem Bruder gesagt. Meinst du gesagt? Komm mal her, steh mal auf. Guck doch, die Schaft. Sag ihm, dass er die Fresse behalten soll. Nee, ist für dich, Kleine. Lass dir schmecken. Jetzt sticht er deinen Bruder fast ab. Beziehungsweise sticht ihn ab. Und dann kotzt er noch fast drauf. Schon frech. Was hast du für ein Gefühl in dir? Ein Gefühl? Fuck. Ja, wie fühlst du dich? So, das verbrenne ich mal gut. Gemischte Gefühle, was für... Na? Was ist das hier? Schönes Gefühl, ja? Nein. Ja. Und hat Spaß gemacht? Nein, Mann. Meine ganzen Hände sind voller Blut. Fuck. Einfach in der Hose abwischen, hab ich das Kind. Was würdest du jetzt am liebsten tun? Ich mach das auf meinem scheiß Oberteil. Aber erst essen die Kleinen. Hm? Sie haben meinen Bruder umgebracht. Das geht nicht weg. Umbringen? Nimm die Kleine, nimm die. Es geht nicht weg. Wie sehr willst du es und wie willst du es tun? Ist nicht ein Hinterhalt, ich weiß es nicht. Hinterhalt? War das ja auch gerade ein Hinterhalt? Ich liebe diesen Geruch und diese Angst. Meinst du Hinterhalt? Hast du gut gemacht. Ich mag dich, meine Hunde haben dir schon fressen. Ah, fuck. Wo ist der Bruder von dem? Das ist der. Das ist komm der. Her. Oh, komm her zurück. Geh da nach vorne. Oh nein. Weiter. Ja. Weiter. Amigo, es tut mir leid. Ja. Sag mir. So, hilf mir mal den Rest reinzutragen auf den Tisch. Er hat ihn abgeschlitzt. Ja. Was empfindest du? Hass. Hass. Ja. So, komm mit, ich krieg gleich noch ein bisschen was, Junge. Willst du zeigen, was für ein Hass du empfindest? Ja. Oh nein. Gott. Dann trommelt diesen Haufen Scheiße zusammen. Ich hab dich ganze Tag gesagt. Oh nein. Ich bringe hier Kampf. Los, dreh. Eine Sekunde. Nein. Hab dir ja schon groß zugeschlagen, Jungs. Ich werde den Hunden nochmal was zu futtern geben. Der Bruder geht mir auf den Sack. Nein. Wir hier mal ein sauberes Schnitt. Weiter geht's. So, geht mal rüber. Geht mal rüber. Geht da rüber. Ja. Diego! Pedro! Lass euch schmecken! Hey, meine Kleinen, kommt her! Lauf schon, Mama! Hey, meine Kleinen, kommt her! Komm rüber! Du kleiner Pendejo, komm hier rüber! Die sollen was essen. Vorsicht. Komm her. Die Jungs brauchen was zu essen. Komm. Einer von euch beiden mit. Du kannst mir sagen, was du willst. No. Die Hunde brauchen was zu essen. Und sie werden sich an den Bruder vergreifen. Wem? An den Bruder. Aber da gut, Herr Scheiß drauf. Okay. Ihr wollt was essen, ne? Seht ihr doch vor euch, ja? Los! Holt ihn euch! Holt ihn euch! Ja, du hast Glück gehabt, ne? Soll ich dir sagen, warum du Glück gehabt hast? Warum? Ich hab den gerade ein Messer gegeben, damit er dich abstechen kann, eigentlich, aber jetzt ist er tot. Ja, frischt euch das. Danach könnt ihr kommen. Los, weiter mit euch! Los! Vamanos! Vamanos! Beeil dich, es geht weiter und ich trag das nicht selbst. Im Lauf mit dir. Oh, ich lieb die Hunde!
Haben wir die Karre hingestellt? Dios, da vorne, oder? Da ist sie doch. Ah, richtig. Warte. Gehen wir jetzt rüber, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach hinterher. Ja, aber wenn wir rübergehen, musst du und unser Opa hier bleiben. Hey. Ja, und die Hunde natürlich. Genau. Okay. Wir gehen rüber und fahren ihm hinterher. Ich sag mega Bescheid. I love it. Geil, gefällt mir. Wir brauchen noch von den scheiß Pendejos irgendwie ihre Hose oder ihr T-Shirt, damit unsere Kleinen sich an den Geruch gewöhnen. Ja. Ja, Dennis macht das gut. Wie war eigentlich die Reaktion darauf, dass sein Bruder erstochen wurde? Ich habe noch nie einen mit weniger Cojones gesehen. Noch nie. So dumm. Warum? Was hat er gemacht? Ach, keine Ahnung. Trauer vorgeheuchelt. Kannst du mir sagen, was du willst? Das waren zwei Cops. War nicht gut, sagst du? Tee. Ei, ei. Wo ist er hingefahren? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, ey. Ich glaube hier runter, aber ich bin mir nicht sicher. Hi, da ist er. Hä? Da ist er. Wo? Hier hinter uns. Stopp. Stopp. Ah, okay. Warte mal, ich steig aus, lass mich kurz raus. Okay. Da wir gucken. Okay. Ich denke, wir nehmen die Schiele mit drüber. Wir nehmen die mit drüber. Wen von unseren? Von unseren. Ja, den Opa und der andere und ich, wir bleiben hier. Na gut. Dann ein bisschen macht Bootenberatung, ja? Keine Ahnung von Booten, das muss Theo machen. Da wo ist Theo? Keine Ahnung, der war bei dir. Ich rufe kurz, da ist er doch. Kannst du Boote fertig machen? Ich hab keine Ahnung von dem Scheiß. Hey, wir bereiten langsam die Boote vor. Die Reise rüber. Schrei. Du bleibst mit den anderen hier drüben. Ich bleibe auch hier. Aber bring mir die Hunde. Die Hunde habe ich jetzt losgeschickt auf die Insel, weil es ist ja vielleicht nur einer hier unterwegs. Das wissen wir nicht. Die müssen. Okay, alles klar. Hey, Dios mio. Ich hoffe, dass ihr. Ja, pfeif sie doch. Die kommen doch sofort. Das sind gute Jungs. Ja, yeah. Okay, alles klar. Schrei. Hm? Wartet kurz. Ich hört mir zu, ja? Ich hab Glück gehabt. Ihr seid hier bei uns gelandet. Und euer größter Traum wird wahr. Naja, vielleicht, wenn wir Glück haben und nicht erschossen werden für ein Küsschen warten. Wir werden jetzt fahren rüber nach Los Santos. Beziehungsweise San Andreas. Wir werden euch bringen an sicheren Ort. Ab sofort. Ihr arbeitet für uns. Habt ihr verstanden? Sie. Verstanden. Boah. Ihr seid hier nicht zu gebrochen, ihr Stück Scheiße, aber vielleicht drüben auf Insel. Wir haben euch hier das Leben geschenkt. Und ihr habt Chance, das abzuarbeiten. Wenn ihr gute Arbeit macht, wir schenken euch euer Leben. Und vielleicht wir besorgen euch sogar Papiere. Gut. Ihr kriegt jetzt von meinem Freund hier, kriegt ihr ein Handy. Habt ihr verstanden? Sie. Gut. Ihr guckt in eure Handy, nach eure Handynummer. Moment, ich gucke. Warte. Okay. Gut, ich guck nach eure Handynummer. Und gebt meinem Freund eure Nummer. Krass. Hier. Falls ihr verloren geht. Yeah. Auf dem Wasser. Naja, ihr braucht, glaube ich, nicht anfangen zu telefonieren, aber ich hoffe, jeder kann schwimmen, ja? Aha. Ja. Mein Arm. Dein Arm. Er hat zu heulen. Ja, du hast Scheiße. Okay, wenn du kommst im Wasser und, naja, sind eh Haie. Blut, du weißt, wie endet. Okay, Killer, gib mir deine Nummer. Wer seine Nummer gegeben hat, kommt zu mir. Killer. Hunde, kommt her.
Diego, kommt alle her. Sehr gut. Hey, blutrünstige Mörder, gib mir deine Nummer. Okay. Pass auf, ja? 5, 5, 5, 5. Gleich werdet ihr ein paar riechen, okay? 9, 8, das sind unsere, 6, okay? 3, 6, 6. Eine Sekunde, meine Lieben, eine Sekunde. Alle drei oder ist einer? Oder zwei? Wie viel sind wir? Wir brauchen zwei, bis wir reichen. Okay, dann nehme ich jemanden mit. Hey, du Heulsuse, komm her, wenn du fertig bist mit deiner Nummer. So, ja. Ihr Jungs, hier, schnüffelt an ihn, schnüffelt an ihn. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja. Ey. Okay, Dwayne, dein Nummer. Scheiße, deine Socke werde ich nicht antun. Nimm seinen Geruch wahr. Los, Pedro. Fertig machen, los, Pedro. Ja, Diego. Riech an ihn, schnüffel an ihn. Ja, genau. Ja, genau. Schön. Ja, das ist einer von uns, okay? Das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Ey. Pendejo. Hör mir mal zu. Wir nehmen jetzt deinen Geruch wahr, okay? Enrico. Wenn du deinen scheiß Arsch irgendwann hierher bewegen wirst, dann werden die dich nicht zerfleischen. Hast du mich verstanden? Wenn du irgendwie anfängst, dein scheiß Parfüm oder sowas aufzutragen, kannst du eventuell ihr Gespürsinn irritieren und dann beißen sie dich. Hast du mich verstanden? Gut, genug geschnüffelt. Geh rüber. So, zieh mal deinen Hut aus. Zieh deinen Hut aus. Hier mal. Okay. So, gib es mir. Ja, hier, hier. Hier ist ein Hut, ja? Ja. Ja, genau. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Das ist der nächste, ja? Hier. Was machst du mit meinem Hut? Du musst dich rüberfahren. Sie müssen deinen Geruch wahrnehmen, dass wenn du das nächste Mal auf die Insel kommst, sie dich nicht zerfleischen. Hast du mich verstanden? Hör auf meine. Bleib ruhig, Mann. Bleib ruhig? Bleib ruhig. Geh rüber. Ich will. Geh rüber! Geh mir nicht auf die Pendel. Ojo, komm mit. So, du! Ja. Scheiße. Kommt, Jungs, ja, genau. Ja, schnüffelt an ihn. Ja, nimm seinen Geruch wahr, genau. Sehr gut. Sehr gut, das macht ihr gut, das macht ihr gut. Ja, genau so, so wie diese Scheiße riecht, genau. Ja. Geh rüber. Du bist der, der das Geld vor uns versteckt hat und ich deine 9000 Dollar genommen habe, sieh? Ja. Weißt du was? Entscheide du. Er hat uns vorhin belogen. Mit dem Geld. So. Kommt er. Kommt er, Jungs. Der Letzte. Oh. Ja. Der hat sogar eine Wunde, ja? Von seinem... Warte, ich werde ein Stückchen hier abreißen. Halt die Klappe. Ja, hier. Ja, riecht schön. Ja, genau. Sieh. Genau. So. Sehr gut. Okay. Geh rüber. Gib ihm 3000, der muss essen, trinken, die ganze Scheiße. Okay. So. Hier. Dankeschön. Diese Scheißköter. Gucken immer so, als wenn sie noch nie was zu fressen bekommen haben. Die sind hungrig. Da sind immer hungrig. Brechskötter. Okay. Seid ihr fertig, dann dabei. Wir haben dich ganz Tag Zeit. Sehr gut. Wir haben das so erpäht. Also das sind echt hardcore trainierte Hunde. Ja, so spielen wir das aus. Und du bleibst hier, ja? Sieh. Und wir haben das so erpäht, dass die den Geruch wahrnehmen. Die von Hunde sollen nochmal die ganze Insel prüfen. Nee. Schick die doch. Nee, mach ich. Ist von drüben alles geklärt? Das musst du ihn fragen. Ja, das kann man geklärt. Okay. So. Festmachen hier. Meine Kleinen. Oh, seid ihr satt geworden, Abia? Ja? Kannst du noch atmen, aha? Sie. Sehr gut. Dein Schatz trägt hier niemand. Ihr Idioten, kommt. Wer fährt womit?
Es gibt kleinere. Ich hatte Schildschnauze. Wenn irgendwie Polizei kommt, auf Wasser. Ihr hattet selber Schnauze. Wenn ihr Wasser springt, ihr seid gute Leute. Ich sag's. Wenn ihr denkt, ich könnte euch greifen, die werden euch nicht mitnehmen. Die werden euch direkt zurückschicken, aus dem, wo ihr kommt. Ich brauch nur an der Schießen. Elf, mir den Schlauch abzumachen. Also bei uns passt nur noch wenn einer. Wenn du Schoch nehmen, wie ist von dir? Dann musst du darüber mitfahren. Ihr lauft in selber Richtung wie wir. Ja, wenn wir anfangen zu schießen, dann ihr erst mal halt die Schnauze. Ja, wenn ich sage, rennt weg, dann ihr rennt weg. Verstanden? Ja, Sir. Gut. Ansonsten immer bleibt an meiner Seite. Sie sind ja. Was mit dem Mann? Geht. Es geht. Sag mir. Tut weh. Ich hoffe, ich muss nicht ins Meer. Salzwasser. Hast du gerade geweint wegen Salzwasser? Nein. No. Gut, dem warte. Pass auf, der neben dir scheint ein wenig mehr Grips zu haben als du. Halt dich an ihn. Alles gut. Die dürft ihr zurzeit nicht fressen. Vielleicht das nächste Mal. Kaputt in unser Boot. Wartet ihr auf eine Einladung? Wir durchsuchen die Insel. Boah. Eine Sache, ein bisschen, ich komme nie wieder hierher. Lohnt sich runter zu flaschen. Mhm. Adios. Adios. Komm her, mein Kleiner. Komm, wir machen uns auf die Jagd. Kommt her. Los. Sieh. Auf geht's.